Finale des UniKFB Cups standen der Herausforderer SK Buntigammer Sturm Graz und der Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg. Mehr als 27.000 Zuschauer sorgten für eine atemberaubende Cupnacht im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Werden die Salzburger ihrer Favoritenrolle gerecht oder können die Grazer den Titel holen? Was sagen dazu Herbert Prohaska, Kurt Swoboda und Rainer Pariasek? Hast du heute einen Favoriten? Gut, Favorit ist natürlich in Österreich immer Red Bull Salzburg, das ist keine Frage. Aber das ist ja eben der Reiz des Cups, dass du in einem Spiel einmal auch den Favoriten schlagen kannst. Ja, dann muss ich dich natürlich fragen, wie geht's aus heute? Ich denke, dass Red Bull Salzburg aufgrund ihrer letzten Spiele und der Qualität, die sie haben, der spielerische Favorit ist. Ich denke, dass sie das Spiel gewinnen werden. Dennoch ist Sturm Graz eine Mannschaft, die tolle Performance der letzten Zeit gehabt hat. Und wir wissen, beim Cup ist alles möglich. Was erwartest du dir? Na, wie es so schön heißt in der Fußballersprache, es ist angerichtet. Besser kann es nicht sein, das Wetter passt, es kommen 27.000 Leute. Es sind die zwei besten Mannschaften Österreichs derzeit, also was will man mehr? Es war ein harter Cup-Fight und es wurde um jeden Zentimeter gekämpft. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Die Matchuhr zeigte die 112. Minute. Stefan Hierländer traf zum 1:0. Das war die Entscheidung im Endspiel. Er ist nicht schlecht, da ist der Ball im Tor! Hierländer! Sturm Graz führt! Eine magische Fußballnacht findet ihr Ende. Sturm Graz ist am Ziel und verdienter Sieger des Unica ÖFB Cups. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das geschafft haben. Das ist ein großes Ziel gewesen in der Saison und großes Kompliment an die Mannschaft. Ich bin einfach glücklich und stolz auf diese Mannschaft. Ich bin stolz auf diese Fans, die mit Sicherheit auch das Zünglein an der Waage vielleicht in einigen Situationen waren, weil sie einfach uns immer weiter nach vorne getrieben haben. Und wir haben über 120 Minuten nie nachgelassen und somit verdient der Sieg. Und ich freue mich, glaube ich, für die Stadt Graz, für Sturm, ist das ein schöner Tag, weil man einen Titel doch nicht jede Saison gewinnt.